Willkommen zu Crosscode. Neues Projekt hier. Jo. Ja. Das ist ein Spiel, das ich dank meinem Bruder schon seit ein paar Jahren verfolgt habe. Also, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist so, dass vor 7 Jahren so meine allererste Demo fürs Gameplay-Konzept rausgekommen ist, bevor sie dann vor 3,5 Jahren das Studio halt eben einen Kickstarter draus gemacht hat. Und hat dort genug Zuspruch bekommen, sodass sie da ein vollständiges Spiel entwickelt haben, das da jetzt nach Ewigkeiten fertig geworden ist. Ich habe das Spiel schon auch gespielt, zwar noch nicht auf 100%, weil es ist eine ziemliche Herausforderung. Aber ich denke, ich kann trotzdem so zeigen, was das Spiel so zu bieten hat. Bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich es genau spielen möchte, im Sinne von, ob ich wirklich alle möglichen Quests zeige. Aber das wird sich schon noch zeigen. Wir machen jedenfalls ein neues Spiel und gucken, was passiert. Nicht gerade sehr erfreut zu sein. Ich weiß, dass du mich hören kannst. Wo ist der? Sucher, ich muss dich bitten zu gehen. Also haltet ihr ihn ja fest? Was fällt euch ein? Seid drängt. Wir haben keine Wahl. Ihr entführt also einen Todkranken und lasst ihn schuften, bis er stirbt? Ist das euer Plan? Ich werde ihn wieder zur Vernunft bringen. Kommt mir ja nicht in die Quere. Shizuka, tu das bitte nicht. Tja, das ist hier so ein bisschen Tutorial in dem Sinne von, dass wir ein bisschen kennenlernen, wie das Spiel funktioniert. Oder was wir so sehen bekommen. Ordentlich erklärt wird uns alles allerdings erst später. Tut mir leid, aber ich kann dich nicht zu ihm lassen. Ach ja? Joa. Ausweichen. Es ist übrigens möglich, auch das mit Kontrollpad zu spielen. Allerdings mag ich lieber Maus und Tastatur. Wir können mit der rechten Maustaste ausweichen und auch die Richtung bestimmen. Und mit der linken Maustaste können wir eine Kombo-Serie einsetzen, um die ganzen Gegner zu vermöbeln. Was beim Dashen auch noch schön ist, man bewegt sich insgesamt schneller fort. Musst du schon mit was Besserem kommen. Nur aufpassen, man kann halt nur 3 Deaths hintereinander machen. Ach, werden die Deaths echt langsam und sind nicht mehr wirklich nützlich. Ich weiß, dass er es auch so will. Sicher, das würde euch gefallen. Du willst scheinbar nicht hören. Kälteelementar, hier einfallsreich. Tja. Jetzt mal ein bisschen Feuer dagegen, dann geht es doch auch ganz gut. Schwach gegen Hitze. Wie überraschend. Und zwar sind wir gleich da. Da ist es. Wenn du ihn jetzt störst, wird all seine harte Arbeit umsonst sein. Tu das nicht. Und? Es hätte erst gar nicht so weit kommen dürfen. Ja, genug jetzt. Du könntest es einfach nicht lassen, oder? Pass genau auf. Aufladen. Leertaste gedrückt halten. Und loslassen. Und da gibt es einen ziemlich starken Angriff. Ihr könnt mir so viele Gegner in den Weg stellen, wie ihr wollt. Die Levelgrenze hier ist nicht gerade auf eurer Seite. Dann schauen wir doch mal schnell hier durch. Satoshi! Schwester, was tust du da? Du kannst in deinem Zustand nicht arbeiten. Du
Du sollst dich einfach nur ausruhen. Wieso sollte ich ruhen, wenn meine Zeit ohnehin gekommen ist? Ich muss mein Werk vollenden. Das ist meine letzte Aufgabe. Ich habe dir doch von der Abmachung erzählt. Ich beende es und dann werden sie dich in Ruhe lassen. Nein, ich will das nicht. Satoshi, hör auf! Es ist vollbracht. Nein! Shizuka, es tut mir leid. Es tut mir so leid, dass ich dich damit hineingezogen habe. Sprich mir bitte, dass du von hier verschwindest. Bitte. Tja, das hier ist unsere Protagonistin jetzt. Mit der spielen wir jetzt im Spiel. Das andere war nur ein Prolog. Initialisierung erfolgreich abgeschlossen. Willkommen. Ein Problem mit der Sprachsynchronisation. Offensichtlich. Irgendetwas muss ja schief gehen. Aber du verstehst mich, korrekt? Gut, das kriegen wir schon irgendwie hin. Du weißt wahrscheinlich nicht, was vor sich geht. In Ordnung. Lass uns klein anfangen. Erinnerst du dich an VRPs? Virtual Ricochet Projectiles? Bälle? Gut. Du scheinst dich zu erinnern. Carla, wir sind soweit. Starte bitte die Trainingssequenz. Joa. Jetzt könnt ihr gerne die Sachen da unten lesen. Sollen wir einfach mal Ziel treffen. Eine große Herausforderung ist. Gut gemacht. Lass uns die Übung wiederholen, um sicher zu gehen, nur noch aus größerer Distanz. Ist es wirklich so viel schwerer? Eine Anmerkung zu VRPs. Sie werden nicht von der Schwerkraft beeinflusst. Das bedeutet, egal wie weit du wirst, die VRPs werden nicht auf den Boden fallen. Ich muss mal schauen, wie viel ich da unbedingt vorlesen möchte. Weil es ist zwar machbar, nebenher während Spielen das zu lesen, aber vorzulesen, da kann man sich nicht so gut auf den Rest konzentrieren. Sehr gut. Als nächstes aktivieren wir den Charge Mode. Auch längeres Zielen kannst du Bälle aufladen. Lass es uns sofort testen. Tja, es hat zwei Effekte, das Aufladen. Zum einen, dass wir jetzt besser zielen können. Weil, seht ihr so diese Richtung? Wenn das zusammen so wird es immer besser zum Zielen. Und außerdem kann es von Wänden abfallen. Das ging jetzt schneller als gedacht. Scheinbar rede ich wieder zu viel. Gut, genug geübt. Jetzt sollst du wieder festen Boden unter den Füßen bekommen. Carla, wir sind hier fertig. Du kannst die Schwebesequenz beenden. Hallo Liebes, willkommen in unserem gemütlichen Frachtraum. Ich bin Carla, schön dich kennenzulernen. Bist du verschüchtert, was? Es gibt Probleme mit ihrer Sprachsynchronisation. Sie kann uns aber verstehen. Echt jetzt? Können wir das beheben? Das weiß ich noch nicht. Ich werde mir das nochmal anschauen. Egal, ich bin sicher, wir verstehen uns auch so irgendwie. Wortlose Kommunikation oder so. Genau so. Aber ich würde schon gern deinen Namen wissen. Sergei? Kannst du uns da aushelfen? Sicher. Mein Name ist Lea. Ja, hübscher Name. Also dann Lea. Kannst du losgehen? Wir müssen dich für das Was kommt in Form bringen. Du weißt schon, Bälle werfen und so. Ich habe da genau das Richtige für dich vorbereitet. Geh nach. Okay. Na, Pausenmenü haben wir auch schon mittlerweile. Ja, aber da können wir nicht wirklich viel machen. So, schauen wir mal, was es hier zu bieten gibt. Gut, legen wir los. Deine Aufgabe ist es, zur Tür am anderen Ende des Raumes zu kommen. Lass dich von mir nicht stören. Ich bleibe aber in deiner Nähe, falls du mich brauchst.
Naja, ich könnte dir ein paar Tipps geben, wenn du mich ganz lieb fragst. Ach ja, kümmere dich nicht um den Visor. Ich brauche dir nur, um zu sehen, was du hier so treibst. So, das ist ein Schalter. Muss man einfach nur treffen. Mach dir nichts raus, wir werden es dir später erklären. Und wenn man solche Schalter drückt, dann passieren irgendwelche Dinge. Zum Beispiel, dass die Tür aufgeht. Also diese blauen Wände weg, die wir übrigens keine Projektile schießen können. Doch die gelben allerdings schon. Die Kisten hier können wir einfach zerschießen. Es gibt auch für größere. Das ein bisschen mehr aushalten. Hier müssen wir ein bisschen mit der Wand arbeiten. Und eben auch noch die anderen Schalter hier erwischen. Und dann ist die Tür hier offen. Nächster Raum. Auf zur nächsten Übung. Da warten schon ein paar Schalter sehnsüchtig auf dich. Zum Beispiel der hier. Da müssen wir einfach nur konstant drauf feuern. Wofür es wichtig ist, warum es speziell diese Schalter zu sein? Eins der echten Naturtalent im Bälle-Schmetter zu sein. Carla, sie heißen VIPs, nicht Bälle. Ach komm schon, so nennt die doch heute keiner mehr. Traurig, aber wahr. Ja, wofür das wichtig ist, zum Beispiel für den hier. Weil da will man halt, will das Spiel halt, dass man direkt darauf schießen muss. Und sich eventuell noch so einen Weg durcharbeiten muss. Hier, wo wir einfach den Schalter umlegen. Und dann kommen wir ja auch problemlos an den Schalter hin. Der Säule. Ist rein. Sind auch schon fertig. Hier ist nur ein kleiner Raum. Ach, endlich mein Lieblingsraum. Du kannst jetzt mal so den Robotermäusen so richtig sau rauslassen. Was ist die Schießübung mit beweglichen Zielen? Viel Spaß. Boah. Auch ein Unterschied von den aufgeladenen Dingen ist, sie sind ein bisschen stärker und können die Mäuse sogar einen Treffer besiegen, während ja, durch diese normalen Schüsse an, die sind nicht so stark. Diese gelben Zahlen bedeuten allerdings, dass es ein kritischer Treffer ist. Ist so ein bisschen stärker halt. Kann man einen Weg aufschießen, rüberspringen und die Mäuse auseinandernehmen. Vergesst immer, dass ich gar nicht mal dashen kann. Weiter geht's. Boah. Gegner können sich auch unter diesen Kisten hier verstecken. Einfach aufschießen und weiter drauf feuern, dann sind sie auch weg. Und dann geht's an die nächsten 10 Mäuse. Keine so große Herausforderung. Ist aber auch erst das Tutorial, ne? So, was haben wir hier? Willkommen in der Nagerfestung, seit Jahrhunderten unbezwungen. Da hat jemand eindeutig Spaß beim Aufbauen gehabt. Boah, hier können wir nicht drüber springen, sondern müssen einfach durchfeuern. Ist allerdings kein so großes Problem. Boah. Weiter geht's. Hey, nicht so voreilig. Das heißt eine kleine Warnung. Hier kriegst du es mit echten Gegnern zu tun. Und mit echt meine ich, dass sie dich wirklich angreifen werden. Verstehe mich nicht falsch, die Gegner hier sind Pillepalle, aber trotzdem. Falls du doch besiegt werden solltest, startest du hier wieder von vorn. Das heißt, dass du nicht wirklich in Gefahr bist. Dann trete ihn mal ordentlich in den Hintern. Ah, einen Moment noch, lass mich das Dash-Modul aktivieren, bevor wir den Kampf starten. Es ist essentiell beim Kämpfen. Es hilft dir jederzeit gegnerischen Angriffen auszuweichen. Du hast ihn gehört. Hier rechts und verteile mal ein paar Arschtritte. Ich kann nicht treten. Ich kann auch nicht lernen. Ja, hier steht es sogar mit den 3 Dashes, dass wir auch währenddessen zielen können. Ein Gegner ist keine Herausforderung. Können wir von uns wirklich problemlos weghalten. Kleiner Hinweis, wir wirst mit aufgeladenen Bällen, um ihre Angriffe zu unterbrechen. Was das heißen soll? Ja, er wollte gerade angreifen, hat man durch die rote Farbe gesehen. Wenn man den da rechtzeitig trifft, dann verhindert man, dass sie angreifen. Oh, aber wirklich keine herausfordernden Gegner. Ich habe nicht mal dashen müssen. Ja, sauber. Das ist nicht übertrieben, Sergi. Ja, das kämpfen wir wirklich drauf. Hey, du Überflieger. Atme mal für eine Sekunde durch. Zeit, deinem Waffenarsenal etwas mehr Schärfe zu geben. Doch, klingen. Siehste, jetzt habe ich deine Aufmerksamkeit. Sergi, bist du soweit? Ja, Virtual Proximity Impact bereit.
Gut. Mit diesen Nahkampfangriffen, genannt VPI, kannst du schnell mehrere Ziele gleichzeitig aus dem Weg räumen. Nur die, die in deiner Nähe sind, ist klar, oder? Besser, scharfer Verstand. Dann schlage jetzt erstmal den Weg hier frei. Joa. Es kommt ja wirklich drauf an, wo man ist. Ja, wenn dieser Cursor zu sehen ist, wenn wir weiter weg sind, dann werfen wir Bälle. Wenn wir allerdings hier dran sind, dann schlägt sie zu. Und zwar in die Richtung, in die sie schaut. So, hier kann man mal diese drei Säulen vollhämmern. Warte noch mal eine Sekunde. Ja, ja, ich weiß, jede Pause ist ein vergeudeter Schlag. Trotzdem solltest du wissen, dass deine Schläge genug Kraft haben, um feindliche Angriffe zu unterbrechen. Manchmal zumindest. Also kannst du deine Gegner verschwarten, ohne dass sie dich nicht wehren können. Klingt dufte, was? Also schnapp sie dir. Sonst wäre das hier drin vielleicht auch ein bisschen gefährlich. Aber hier, so schnell wie mir da durchhämmern. Saure Arbeit. Damit haben die nicht gerechnet. Hehe. Los, zeig mir den rechten Haken und den linken. Standard VPI imitiert eigentlich nicht Boxen. Und noch ein Sieg für unsere furchtlose Gladiatorin Lea. Das mit dem Boxen vergleichen ist schon merkwürdig. Dann will ich die Feiglinge umzingeln. So mit 8 Mann umzingeln müssen. Aber keine Panik. Kannst sie einfach überrumpeln. Irgendwie sowas. Glaube ich, überlasse das Lesen lieber euch. Passt rein. Überzahl es eben nicht alles. Und die Linie erreicht. Glückwunsch. Alter, warst du schnell. Echt jetzt? Als ob du die Grundlagen nie vergessen hättest. Oh Mann, du bist immer noch so planlos aus der Wäsche. Ich denke, es ist langsam Zeit, dass wir die Umstände erklären. Auf kannst du einen lassen. Lass uns aber vorher mal noch ein Päuschen machen, okay? Ich muss dem Captain noch einen Bericht erstatten. Er will ihn ja auch kennenlernen. Gute Idee. Lass Jet lieber nicht so lange warten. Folgt mir. Ja, beim nächsten Mal. Denn wir haben jetzt erstmal genug gesehen und bevor wir wieder ordentlich zugetextet werden, was wir ja eigentlich auch gerade eh schon wieder wurden, wird's mal Zeit für eine Pause. Bis dann. Schuss. Entschuldigung.